War dann so, dass diese Nichtregierungsorganisation unter Helmut Kohl diese Gespräche über die Ostgebiete führte und dann zurückkam und dem deutschen Volk erzählte, dass die Russen behauptet hätten, diese Gebiete würden also nicht zurückgegeben werden. Das wäre Teil der Wiedervereinigung. Also das wär die Bedingung gewesen. Gorbatschow dementierte das hinterher in einem Interview. Möchte Ihnen das mal zeigen? Das Die ist Bitte das hier. der Veranstalter eingehen und mich zu den Fragen der Restitutionen äußern. Ich musste diese Frage schon mehrmals beantworten, in verschiedenen Interviews gegenüber Zeitungen und Fernsehstationen. Am ausführlichsten wurde meine Antwort im Spiegel-Interview dargelegt, 36 für 1994. Also ich bleibe immer noch bei der gleichen Position, deswegen werde ich mich wiederholen müssen. Vor allem möchte ich Folgendes sagen. Sämtliche Verhandlungen, sämtliche Vereinbarungen, Beschlüsse, offizielle Erklärungen, die mit der Wiedervereinigung Deutschlands verbunden sind, sind veröffentlicht worden. Und nur sie allein sind politisch und juristisch wirksam. Es gab und es gibt keine geheimen Abkommen und Vereinbarungen. Es gibt nicht nur, es geht nicht nur darum, dass es keine schriftlichen, offiziellen. Für mich klingt das einfach absurd, wenn man behauptet, wenn man mir unterstellt, ich hätte diese Forderung nach dem Verbot der Restitutionen als Vorbedingung für meine Zustimmung zur Wiedervereinigung gefordert. Und ja, dabei stellte sich heraus, dass das alles wohl nicht so stimmte, wie Helmut Kohl das erzählt hatte. Also es ist fraglich, ob da nicht irgendwie, ja, ob das überhaupt so legal ist, was der Mann da gemacht hat. Naja, letzten Endes blieb dann halt das hier besetzt. Und das hier besetzt und somit gab es keine Wiedervereinigung. Das heißt, das Land ist nach wie vor von dieser Nichtregierungsorganisation besetzt, die auch keinen Friedensvertrag machen kann, denn den Friedensvertrag kann nur das Deutsche Reich machen. Das Deutsche Reich kann nur dann aktiv werden, also wenn diese Teile wieder frei sind, das heißt also Gesamtdeutschland, das gesamtdeutsche Volk, kann das Reich wieder handlungsfähig machen. Also das ist das eigentliche. Der eigentliche deutsche Staat, das Deutsche Reich nach der Bismarckschen Verfassung, ne? Meiner Meinung nach. Manche sagen, wie gesagt, die Weimarer Verfassung, aber halt der Staat Deutsches Reich und nicht der Verwalter BRD oder sonst wer. Diese Sachen müssten eigentlich zurückgegeben werden, damit dieser Staat wieder handlungsfähig ist und der kann den Friedensvertrag machen. Also die BRD kann keinen Friedensvertrag machen, das ist nicht möglich. Viele ja, Bedienstete und so weiter quatschen dann immer irgendwie und Lehrer, dass die BRD ein souveräner Rechtsstaat sei. Also die BRD ist definitiv eine NGO und sie ist auch nicht souverän und sie hat auch keinen Friedensvertrag. Das hat Wolfgang Schäuble 2011, ich glaube im November gesagt. Schauen wir mal hier Spätestens rein. in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Also, wie Sie sehen, auch das ist frei erfunden. Das ist also alles Quatsch, was hier erzählt wird. Es gibt keinen Staat namens BRD, es gibt auch keinen souveränen Staat, es gibt noch nicht mal einen Friedensvertrag. Das ist also alles kompletter Blödsinn. Also die Geschichtsschreibung ist halt immer die Geschichtsschreibung der Sieger und hat also nichts mit der Wahrheit zu tun. Sie haben bis heute keinen Friedensvertrag. Sie haben einen Verwalter, eine NGO, die installiert wurde und sich jetzt quasi selbst am Leben erhält. Und das Gesamtkapital, also die Steuergelder,
des deutschen Volkes halt in die EU verballert und sonst wo in eigene Projekte, die also nicht wirklich zum Nutzen des deutschen Volkes sind, sondern meiner Meinung nach doch eher zum Eigennutz. Ja, also es hat, wie Sie sehen, keine Wiedervereinigung gegeben. Es gibt keinen Rechtsstaat, der BRD heißt. Es gibt nur das Deutsche Reich. Es hat, wie gesagt, nie einen Friedensvertrag gegeben und es gibt keine Souveränität. Das ist jetzt der Schnelldurchlauf. Sie können das ja mal selbst recherchieren. Schicken Sie die Sendung gerne weiter, also verlinken Sie das auf Ihrer Seite, spammen Sie das, schicken Sie das in E-Mails weiter, wie Sie möchten. Ich würde mich darüber freuen und machen Sie wieder den Daumen nach oben oder unten, wie Ihnen das gefällt. Nach oben wäre natürlich am besten. Ja, und schicken Sie mir Themenvorschläge, die ich dann bearbeiten kann und dann ein bisschen darstellen kann. Das war heute natürlich ein bisschen viel und alles sehr komprimiert, aber die alten Hasen, die wissen ja Bescheid und für andere Leute ist das sicherlich mal interessant, das Sir. Also machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.